Bernd Frey ist wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls angeklagt. Im Juni 2011 zog der 33-jährige Familienvater mit seiner Frau, seinem Sohn und seiner Tochter in die obere Etage eines Zweiparteienhauses ein. Unter ihnen lebte das kinderlose Ehepaar Borchert, das sich schnell von der lebhaften Familie belästigt fühlte. Ruhe da oben, verdammt nochmal! Dann wurde auch noch der Sohn des Angeklagten krank und hat eine ganze Nacht hindurch bitterlich geweint vor Schmerzen. Völlig entnervt ging Carsten Borchert am nächsten Tag in die obere Etage und beschwerte sich, dass die Lärmfamilie ihn und seine Frau mal wieder um den Schlaf gebracht hatte. Kurz darauf wird Carsten Borchert in seiner Garage niedergeschlagen und bestohlen. Hat der Angeklagte sich dafür gerecht, dass sein Nachbar sich ständig wegen seiner Kinder beschwert hat? Sie heißen Bernd Frey, geboren am 30. Mai 1978 in Köln. Sie wohnen in Pulheim, verheiratet und Montagearbeiter. Am 26.08.2011 gegen 20.55 Uhr schlug der Angeklagte mit einem Besen Carsten Borchert in dessen Garage in Pulheim von hinten nieder, da sich dieser zuvor bei der Ehefrau des Angeklagten zu wiederholten Male über dessen Kinder beschwert hatte. Nachdem Carsten Borchert bewusstlos zu Boden gegangen war, erblickte der Angeklagte in dessen Fahrzeug einen Fotoapparat im Wert von 400 Euro und nahm diesen an sich. Carsten Borchert erlitt ein Schädelhirntrauma zweiten Grades und eine Platzwunde am linken Hinterkopf. Der Angeklagte wird somit der gefährlichen Körperverletzung und des Diebstahls beschuldigt. Strafbar gemäß dem Paragraphen 223 Absatz 1. Herr Frey, die Anklage haben Sie gehört. Wollen Sie was dazu sagen? Ja, ich habe den Borchert nicht umgehauen. Das behauptet er nur, weil er und seine Frau uns aus dem Haus ekeln wollen. Und wieso sollte er das wollen? Die konnten uns vom ersten Moment an nicht leiden. Vom ersten Tag an gab es nur Streit. Wissen Sie, die Borchert sind die neben Ihnen die einzige Mietpartei im Haus? Ja, wir wohnen im Zweifamilienhaus. Und was war der konkrete Grund für Ihren Streit? Meine Kinder, die Borcherts hassen Kinder. Die wohnen schon sehr lange in dem Haus und arbeiten beide von zu Hause und wollen nur ihre Ruhe haben. Und dabei kriegen die Sensibelchen nicht auf die Kette, dass Kinder auch mal ein bisschen Krach machen. Aber das ist doch ganz normal und gehört dazu. Das sehe ich auch so, aber die Borcherts haben das scheinbar anders gesehen. Das stimmt, die haben wegen jedem Mist bei uns geklingelt und sich beschwert. Wenn die Kinder im Wohnzimmer Verstecken gespielt haben und gebollert haben oder im Garten zu laut geschrien beim Fangenspielen angeblich und. Naja, zwei Parteien in einem Haus, da muss man irgendwie halt Kompromisse finden, haben sie keinen finden können. Kompromisse wie denn? Die haben null Verständnis. Kinderlose Paare halt, die sind so ein bisschen sensibel. Aber ich habe doch keine Maschinen, keine Puppen, die man ausstellen und in die Ecke stellen kann und Ruhe ist. Ich möchte doch einfach nur glücklich mit meiner Familie sein, ohne dass meine Kinder sich zu sehr einschränken müssen. Also, und jetzt kommen wir mal zu diesem Tag, 26. August. Was ist da passiert? Da kam ich nach 5 Tagen auf Montage wieder nach Hause. Ich war in Hessen, so ein Kirmesplatz mit aufbauen. Da saß die Yvonne total fertig auf der Couch. Der Finn hatte die ganze Nacht durchgeheult und durchgeschrien. Der hatte eine Sommergrippe. Aber da konnte keiner was für. Aber der Borchert ist eine halbe Stunde vorher wieder hochgekommen und hat sie deshalb zur Sau gemacht. Ach so, und wie haben Sie sich gefühlt, als Sie Ihre Frau so aufgelöst gesehen haben? Ich war stinkesauer. Mhm. Aber meine Frau hatte mich ja telefonisch schon vorgewarnt. Ich bin trotzdem runter und wollte ihn zur Rede stellen. Mhm. Ich habe aber nur seine Frau angetroffen und die hat mich dann abgewimmelt. Mhm. Er hatte angeblich einen Außentermin. Und, was haben Sie danach gemacht? Und danach bin ich einfach wieder zurück hoch in unsere Wohnung. Und die Yvonne und der Finn, die lagen schon zusammen im Bett. Die waren total fertig von der schlaflosen Nacht. Und dann habe ich mit der Antonia noch so bis 8:30 gespielt. Die hat sich so gefreut, dass ich wieder da war. Dann habe ich sie ins Bett gebracht, mich vom Fernseher gehockt. Ja, das war mein Abend. Ich bin auch nicht mehr rausgegangen. Ach, Sie sind auch nicht mehr rausgegangen. Herr Frey, jetzt werde ich Ihnen mal was sagen, was an dem Abend passiert ist und was Sie gemacht haben. Ja? Sie haben zuerst die Kleine ins Bett gebracht. Dann sind Sie ins Wohnzimmer, haben aus dem Fenster geschaut und haben die Straße beobachtet. Da können Sie mich ganz gut auf die Straße sehen, ja? Die auch ein Stück weiter in die Einfahrt zur Garage führt. Und als der Herr Borchert gekommen ist, da haben Sie beobachtet, wie er in die Einfahrt fährt, aussteigt, das Garagentor aufmacht. Und dann haben Sie sich nach unten geschlichen, vom ersten Stock. Sind hier an die Einfahrt, er hat seinen Wagen nach unten gefahren. Jetzt hören Sie einfach zu, genau so war es. Ja, ja. Hat seinen Wagen nach unten gefahren. Dann haben Sie gewartet, bis er den Motor ausschaltet. Dann haben Sie sich hier an der Mauer versteckt. Da stand just dieser Besen, mit dem Sie dann später zugeschlagen haben. Und als der Herr Borchert ausgestiegen ist und weil es so eng war, er rückwärts aussteigen musste,
Da haben Sie mit dem Besen bewaffnet von hinten auf seinen Kopf geschlagen. Unbemerkt und ungesehen. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich war oben in meiner Wohnung und habe von nichts was mitgekriegt. Herr Richter, Sie müssen mir glauben, wirklich. Hier hängt heute so viel davon ab, dass ich nicht verknackt werde. Ich kriege hinterher keine Aufträge mehr. Oder ich muss eine hohe Strafe zahlen. Und Geld haben wir nicht so gut, viel. Gut, jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Wir wollen ja erstmal klären, ob Sie die Tat überhaupt begangen haben. Das sind alles nur die Borcherts schuld. Sina und Carsten Borchert haben sich gegen mich und meine Familie verschworen und halten zusammen wie Pech und Schwefel. Hallo Sina. Carsten, ey. Was willst du? Ach Sina, ich möchte einfach nur ein bisschen mit dir reden. Du blockst seit 3 Wochen total ab. Und dann denkst du, bringst du mir jetzt hier einen Kaffee oder was und dann ist alles wieder in Ordnung? Nein, aber... Dann steck dir deinen Kaffee sonst wohin, ja? Ich kann mir selbst einen holen. Ach, Sina, bitte. Und fass mich nicht an. Mensch, nur nicht so laut. Wir haben uns doch darauf geeinigt, dass wir uns nicht in der Öffentlichkeit streiten. Und schon gar nicht hier. Mann, ey, dann lass mich doch einfach in Ruhe. Und dann ist die Sache erledigt, okay? Und deinen blöden Kaffee, den kannst du behalten. Also ich muss eins sagen, für meinen Mandanten steht hier wahnsinnig viel auf dem Spiel. Zumal ich der festen Überzeugung bin, dass mein Mandant hier unschuldig ist. Und Herr Staatsanwalt, was mich schon ein bisschen ärgert, ist, dass Sie hier locker flockig unterschlagen, dass bei diesem Überfall auf den Herrn Borchert auch eine Fotokamera abhanden gekommen ist. Also war das Ganze nämlich ein Raub. Und dem Täter, jetzt sage ich mal was, und dem Täter kam es nämlich genau darauf an, auf diese Fotokamera, an die zu kommen. So war's. Sie haben mich ja vorab schon darüber informiert, dass auf diese entwendeten Kameras Fotos von einem Wasserschaden waren, die der Geschädigte eben in seiner Eigenschaft als Versicherungsmitarbeiter aufgenommen hatte. Genau, das sind die Fotos, die der Herr Borchert von dem Wasserschaden der Frau Axmann gemacht hat, die heute auch als Zeugin geladen ist. Und die wollte um jeden Preis an diese Fotos kommen. Und deswegen hat die Frau Axmann, Herr Staatsanwalt, die Frau Axmann hat den Herrn Borchert niedergeschlagen. Ah ja. Genau. Und was außer dem Wasserschaden ist denn auf den Fotos zu sehen? Ist da vielleicht zu sehen, dass die Frau Axmann irgendeine Straftat begeht? Das sind doch einfach Nebenschaukriegplätze, die Sie eröffnen wollen, Herr Verteidiger. Ja, ja, darauf komme ich später noch zu sprechen, ja, Herr Staatsanwalt. Vorerst sollte für Sie genügen, dass mein Mandant unschuldig ist. Ja? Er mit der Sache nichts zu tun hat und die wahre Täterin die Frau Axmann ist. Das ich komme später noch darauf zu sprechen. Das werden wir noch sehen. Ich weitere Fragen mehr. Danke. Keine. Dann nehmen Sie beim Herrn Verteidiger Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Carsten Borchert, bitte. Herr Borchert, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Das ist klar, oder? Sie heißen Carsten Borchert, 39 Jahre alt. Sie wohnen in Pulheim, sind verheirateter Versicherungskaufmann, verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten. Nein. Und ich hoffe, dass der Angeklagte mal in seine Grenzen gewiesen wird. Denn was er mit mir gemacht hat, das ist ja wohl völlig asozial. Sprechen wir doch zunächst mal über Ihr Verhältnis zueinander. Wie war das für Sie, als da der Angeklagte in Ihr Haus eingezogen ist mit seiner ganzen Familie und Kindern? Ja, das war quasi so, als wenn wir auf einer Großbaustelle leben würden, vom Lärm her. Es war 2 Jahre lang himmlisch ruhig. Und wir haben uns die Wohnung gesucht, weil die Lage war perfekt, der Schnitt. Wir konnten uns beide unsere Arbeitszimmer einrichten, weil wir selbstständig arbeiten. Und dann war es mit der Ruhe vorbei. Und wir hatten eigentlich eine ruhige Nachbarin, die hat über uns gewohnt, eine Spanierin. Das war ganz hervorragend. Die hat nämlich tagsüber gearbeitet. Und abends war die ganz ruhig. Dann als der Angeklagte mit seiner Familie eingezogen ist, da dürfte sich das wohl etwas geändert haben. Ja, allerdings. Also die Spanierin musste leider in die Heimat zurück, aber dann sind ja die eingezogen. Und dann war es mit der Ruhe, dem Frieden und vor allen Dingen mit dem konzentrierten Arbeiten tagsüber wirklich gründlich vorbei. Jetzt aber gut, ich lasse mich nicht von Ihnen als Lärmtheorist darstellen. Ist doch völlig klar, dass 4 Leute ein bisschen lauter sind als eine alleinstehende Frau. Ach, da kenne ich aber andere Familien, die ihre Kinder wenigstens vernünftig erzogen haben. Das haben Sie wohl verpasst mit Ihrer Frau. Ja. Wodurch haben Sie sich denn in Ihrer Ruhe belästigt gefühlt? Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, die haben erst mal von Haus aus schon einen Grundlärmpegel, der da schon morgens anfängt mit Gestampfe und Gepoltere, dann ständiges Rumfahren mit Bobbycar und dann springen die noch vom Bett auf den Boden, das rumst die ganze Zeit oder wackeln mit dem Stuhl. Also es ist mein Gott, das sind Kinder! Ja, meine Güte, ich habe Ihnen gesagt, dann legen Sie doch mal ein paar Teppiche in Ihrer Wohnung, dann dämpft das wenigstens. Sie sind nicht mal Innenarchitekt, klar? Tja, wenn sich wenigstens der Lärm auf drinnen beschränken würde. Draußen geht der ganze Lärm doch weiter. Da sind die ja außer Rand und Band. Oh. Das ist ja kaum auszuhalten, wenn man im Garten sitzt. Ein Lärmpegel, da platzt einem einfach der Kopf.
Ich habe Ihren Vermieter sogar mal angerufen und gefragt, ob er vielleicht nicht mal irgendwas machen kann. Und was hat er denn gemacht? Ja, er hat eine kleine Buchsbaumhecke gepflanzt, damit er den Bereich von unserer Terrasse mit dem Garten abtrennt von Ihrem Bereich. Aber das war auch alles eine kleine Buchsbaumhecke. Das gibt Ihnen noch lange nicht das Recht, von selber gegen meine Kinder vorzugehen. Ach, das habe ich doch gar nicht gemacht. Ach wohl, Finn hat aus Versehen den Fußball auf Ihre Terrasse geschossen. Den haben Sie einfach eingesackt und nicht zurückgegeben. Ja, an dem Tag musste meine Frau noch einen wichtigen Entwurf fertigstellen. Und dann habe ich mir den Ball einfach geschnappt und für Ruhe gesorgt. Und als Antonia ins Freibad radeln wollte, war plötzlich die Luft aus den Reifen. Komischer Zufall. Ja, damit habe ich doch überhaupt nichts zu tun. Sie schikanieren meine Kinder, wo es nur geht. Ach, frei. Naja, wenn es bei Ihnen zu Hause auch so laut zugeht, wie Sie hier rumbrüllen, dann kann ich allerdings den Herrn Borchert schon verstehen, oder? Ich bin nur etwas aufgeregt. Ja, es gibt aber keinen Grund, hier zu brüllen. Okay. Naja, zumindest nehmen Sie sich das ganz schön zu Herzen, wie man hier sieht, ja? Das ist ja auch schließlich meine Familie. Ja, ja. Ja, ja. Ja, es geht ja schon so weit, dass der Herr Frey eine Verschwörung von mir und meiner Frau gegen ihn vermutet. Der hat ja überall in der Nachbarschaft Plakate mit unseren Fotos aufgehängt. Gut, eins der Plakate haben wir ja auch hier. Das ist schon harter Tobak. Genau, da steht's. Die Borcherts sind Kinderhasser. Das ist doch wohl eine Frechheit. Ich sage Ihnen was, Herr Frey, Sie können froh sein, dass der Borchert keinen Strafantrag gestellt hat. Sonst wären Sie wegen diesem Punkt hier auch noch angeklagt. Das habe ich dann vergessen, nachdem er mich ja eine Woche später sowieso niedergeschlagen hat. Also jedenfalls, Herr Borchert, man kann durchaus sagen, dass sich der Angeklagte zunehmend in die ganze Geschichte hineingesteigert hat. Ja, allerdings. Ja, okay. Ja, das müssen Sie gerade sagen. Als ich auf Montage war, da haben meine Kinder im Garten gespielt, Fotos von sich gemacht. Und Sie haben die Blumen gegossen. Und als Sie mal wieder meinten, dass die Kinder zu laut waren, haben Sie die einfach mit dem Schlauch nass gespritzt. Ach, sogar meine Kamera ist dadurch kaputt gegangen. Das ist doch völliger Unsinn. Ach, ich habe doch Ihre Kinder nicht nass gespritzt. Ja, nur feucht, oder die waren wieder außer Rand und Band und dann sind die über die Hecke gesprungen und dann eben genau in meinen Wasserstrahl rein. Was kann ich denn dafür? Das kann doch sogar meine Frau bestätigen. Ja, ja. Mann, sage mal! Verdammt, was soll denn das? Spinnst du? Jetzt schreien Sie mein Kind nicht so an! Wie? Die hat das sicherlich nicht absichtlich gemacht. Ja, wie nicht mit Absicht? Ich meine, hallo? Was soll denn das? Haben Sie Ihre Kinder mal wieder nicht im Griff? Ja, Sie haben den Kaffeebecher nicht im Griff. Halten Sie mal besser fest. Ich bin hier dann gleich als Zeugin vorgeladen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Gucken Sie sich das mal an. Ja, mein Gott, raus! Verschämtheit, echt. Also, mein Gott. Die kriegt auch mal einen auf die Rübe. Antonia, was sagst du denn da? Das kann man doch nicht machen. Wissen Sie, ganz so ist es ja nicht, dass man Kindern alles verbieten kann. Man muss Kindern einen gewissen Spielraum lassen. Ja, der Bundesumweltminister hat sogar im Mai 2011 einen Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes im Bundestag eingebracht. Den hat der Bundestag dann auch mit großer Mehrheit beschlossen. Und demnach sollen in Zukunft Klagen wegen Kinderlärm ausgeschlossen sein. Und das ist auch gut so. Es gibt keine lautlosen Kinder und es will auch keiner. Naja, also ich halte von diesen Gesetzen überhaupt nichts. Ich meine, das ist doch nur ein Freifahrtschein für solche rücksichtslosen Familien wie die Freis. Naja, also dieser Gesetzesentwurf, das ist im Moment ja noch auf öffentliche Einrichtungen, also Kindertagesstätten, Schulen und Ähnliches beschränkt. Aber auch sonst, wo Kinder leben und Kinder sind nun mal unsere Zukunft, da muss einfach das Gebot der nachbarschaftlichen Rücksichtnahme eine ganz besonders große Rolle spielen. Gut, naja. Aber lass mal das Thema mal. Kommen wir mal zum Tattag wieder zurück. Was ist da passiert? Ja gut, also das war auch wieder so ein, na, sagen wir mal, ruheresistenter Tag. Also es fing damit schon an, dass der Kleine von denen die ganze Nacht geschrien hat. Erst morgens um 5 konnte ich mit meiner Frau Sina überhaupt ein Auge zumachen. Das war einfach eine Katastrophe. Und dann bin ich mittags mal hochgegangen, um mal Klartext zu reden. Aber ich habe nur seine Frau angetroffen. Und nach dem Besuch oben, was haben Sie da gemacht? Ja, ich bin dann zu einem Gutachtertermin gefahren. Und ja, ich bin so kurz vor 9 dann abends wiedergekommen etwa. Ich bin mit dem Auto zurückgekommen, habe da vor der Garage geparkt und habe die Garage aufgemacht. Genau. Und das war genau die Zeit, die Sie gebraucht haben, um sich nach unten zu schleichen, um den Herrn Borchert aufzulauern. Ich habe dann auf jeden Fall... Die Garage war offen, ich bin reingefahren und es ist ein bisschen eng. Da hat man nur so ein bisschen wenig Platz, wenn man aussteigen will. Und gerade als ich die Tür abschließen wollte, hat mir dann irgendjemand von hinten mit irgendwas Hartem auf den Kopf geschlagen. Und dann
Dann bin ich voll auf das Auto geknallt und auf den Boden gefallen. Sie sagen gerade schon irgendjemand, Sie haben nicht gesehen, wer Ihnen da auf den Kopf geschlagen hat. Nein, ich war ja sofort bewusstlos. Mhm. Meine Frau Sena hat mich dann irgendwann gefunden in der Garage liegend. Der Besen ist neben Ihrem Fahrzeug sichergestellt worden. Ja? Aufgrund der DNA-Spuren, die sich daran befinden, geht die Spurensicherung davon aus, dass das die Tatwaffe gewesen ist. Offensichtlich hat Ihnen da wirklich jemand mit dem ganzen Besen auf den Kopf gehauen. Und bei dem Schlag ist auch noch der Besenstiel zur Bruch gegangen. Wissen Sie was, Herr Frey? Diesen Besen, den haben Sie wie einen Hammer benutzt, ja? Und die Schlagwirkung war so hart, dass der Borchert sofort zu Boden ging und massive Kopfverletzungen erlitten hat. Am Boden der Garage wurde ein kaum erkennbarer Schuhteilabdruck, man kann es auf dem Foto hier nur mit Mühe erkennen, gefunden. Und bei der Durchsuchung Ihrer Wohnung, da wurden diese Sportschuhe gefunden. Und unten an einem dieser Sportschuhe sind noch Ölreste, und zwar von genau demselben Öl, wie es eben auf dem Garagenboden von Herrn Borchert ist. Hm? Sind das Ihre Schuhe? Ja, das sind meine Schuhe. Aber ich bin nicht an dem Tag in der Garage in das Öl getreten, sondern eine Woche vorher. Und wie ist es dazu gekommen? Mein Sohn Finn hat beim Ballspielen so geschossen, dass der Ball ins offene Garagentor der Borcherts gerollt ist. Und hat sich natürlich nicht getraut, ihn wiederzuholen. Ich habe den dann nachmittags schnell rausgeholt, damit es nicht wieder Ärger gibt. Also hat Sie Ihr Sohn dabei gesehen, wie Sie den Ball rausgeholt haben? Nee, der war oben in der Wohnung. Also dann kann niemand bestätigen, dass Sie vor der Tat schon mal in Herrn Borcherts Garage waren, oder? Das heißt also, der Abdruck ist während der Tat entstanden. Ach, Quatsch. Nicht so voreilig, Herr Staatsanwalt. Herr Borchert, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie bei einem Gutachtertermin waren. Um was ging es denn da genau? Ja, ich bin zu einer Klientin gefahren, die hatte einen Wasserschaden in der Wohnung. Und da habe ich ein Gutachten geschrieben und den ganzen Fall dokumentiert. Mhm. Und ich bin der Überzeugung, dass eben diese Klientin von Ihnen Sie niedergeschlagen hat. Wieso denn das? Sie haben nämlich mit Ihrer Fotokamera Fotos gemacht. Und da haben Sie ein bisschen zu viel fotografiert. Sachen, die der Dame nicht so recht waren. Und deswegen hat sie niedergeschlagen. Was soll ich denn da Geheimnisvolles fotografiert haben? Ja, darauf komme ich später noch zu sprechen, wenn ich die Frau Axmann vernehme. Wie dem auch sei, das nützt alles eigentlich gar nichts. Denn ich habe das bei meiner Kamera so eingerichtet, dass die bei dem Auslösen sofort per Bluetooth auf meinen Laptop übertragen werden, damit ich sofort immer zu dem Fall die passenden Fotos habe. Dann hätte sie ja auch noch den Laptop vom Rücksitz des Autos klauen müssen. Aber der war doch nach der Tat noch da. Ja, aber schauen Sie mal, Herr Borchert, das weiß selbst ich nicht, dass das irgendwie funktioniert. Geschweige denn die Frau Axmann. Die hat nicht gewusst, dass da ihre Kamera technisch so innovativ ist, dass da die Fotos gleich rübergespielt werden. Gut, ich glaube, das können wir gleich die Frau Axmann selbst noch fragen. Gibt es jetzt noch Fragen? Danke. Herr Borchert, Sie bleiben unvereidigt, nehmen hinten bitte Platz. Maike Axmann, bitte. Guten Tag, Frau Axmann. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Vorsorglich 55 StPO belehre ich Sie, dass Sie auf Fragen nicht antworten müssen, wenn Sie selbst in Verdacht geraten könnten dadurch. Sie heißen Maike Axmann, 38 Jahre alt, Sie wohnen in Pulheim, Sie sind ledig, Sie sind Floristin, verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten? Nein, aber ich kenne ihn vom Sehen aus meinem Stadtviertel. Mhm. Jetzt geht es heute darum, das wissen Sie sicherlich, ob der Angeklagte am Abend des 26. August 2011 mit diesem Besen hier auf den Herrn Borchert eingeschlagen hat. Anschließend soll er noch eine Fotokamera entwendet haben von Herrn Borchert. Laut Ihrer Aussage bei der Polizei war der Herr Borchert vorher an dem Tag bei Ihnen. Ja, genau. Und zwar ging es da um eine Versicherungssache, weil mein Nachbar über mir, der hatte einen Wasserschaden. Seine Waschmaschine war undicht und als ich dann irgendwann mal nach Hause kam, da tropfte es schon von der Decke runter. Und was hat der Herr Borchert da genau bei Ihnen gemacht? Ja, der hat sich alles angeguckt, hat mich befragt und hat Fotos gemacht von dem Schaden, also von den Flecken an der Wand und an der Decke. Ja, ich bin dann so gegen 20 vor 9 von ihr weggefahren. Ich bin dann noch zur Tankstelle, habe kurz aufgetankt und bin dann aber direkt nach Hause gefahren. Und das haben Sie gemacht, nachdem der Herr Borchert gefahren war? Ich habe noch kurz meinen Abwasch gemacht und dann bin ich zum Supermarkt gefahren. Die haben ja bis 22 Uhr geöffnet. Ja, und auf dem Weg bin ich zufällig an dem Haus von Herrn Borchert vorbeigefahren, habe gesehen, wie er gerade seinen Wagen in die Garage gefahren hat. Und daneben stand noch ein Mann, der auch in die Garage gegangen ist und er sah ihm ziemlich ähnlich. Ich? Mhm. Da müssen Sie sich vertun. Nee, also ich bin zwar ziemlich schnell vorbeigefahren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie das waren. Dann lügen Sie halt. Warum sollte ich lügen? Ja, das könnten wir vielleicht gemeinsam herausfinden, Frau Axmann. Worauf wollen Sie hinaus?
Ganz einfach. Ich werde Ihnen hier ein bisschen auf den Zahn fühlen, weil Sie sind gar nicht so unschuldig, wie Sie uns hier glauben machen wollen. Was heißt hier nicht unschuldig? Ich habe einfach nur erzählt, wie es gewesen ist. Sie haben doch vorhin vom Herrn Vorsitzenden schon gehört, dass als der Herr Borchert niedergeschlagen wurde, eine Fotokamera entwendet wurde. Ja, das ist mir aber neu. Müssen Sie eigentlich jetzt noch mal kommen und neue Fotos machen? Na, das wird nicht nötig sein, denn die Kamera von Herrn Borchert, die hat automatisch Sicherungskopien direkt an seinen Laptop übertragen, bevor die Kamera gestohlen wurde. Aha. Na, dann ist ja gut. Ach, von wegen gut. Ich glaube ja, das passt Ihnen ganz und gar nicht. Dann war ja die ganze Tat für die Katz. Worauf wollen Sie denn jetzt hinaus? Sie haben doch Carsten Borchert niedergeschlagen und seine Kamera geraubt, um von einer Straftat abzulenken, die Sie begangen haben. Wie bitte? Was für eine Straftat? Also das möchte ich jetzt wirklich auch wissen, Herr Verteidiger. Ja, Sie halten die ganze Zeit hinter Berg damit. Jetzt sagen Sie endlich mal, was Sie der Zeugin Axmann vorwerfen. Natürlich. Aber Geduld, Herr Staatsanwalt. Ich komme schon noch drauf zu sprechen, auf was ich eigentlich hier hinaus will. Viel Geduld habe ich nicht mehr, sage ich Ihnen auch, Herr Verteidiger. Ja, also, Herr Staatsanwalt, jetzt passen Sie mal gut auf. Im Rahmen meiner Ermittlungen habe ich ja mit dem Herrn Borchert mal Kontakt aufgenommen und habe auch seine Fotos, die er als Sicherungskopie auf seinem Laptop hatte, durch die Übertragung mit dem Fotoapparat, mir mal angesehen. Und ich habe auch vorher mit dem Herrn Vorsitzenden schon gesprochen und ich würde diese Fotos ganz gerne in Augenschein nehmen. Da geht folgender Beschluss. Die Fotos von der Kamera des Herrn Borchert werden in Augenschein genommen. Und vielleicht könnten Sie auch die ersten beiden gleich mal... Ja, ich muss zuerst mal, glaube ich, den Flatscreen da oben überhaupt einschalten. So, also auf diesen ersten Fotos, da sieht man einfach hier den Wasserschaden. An der Wand kann man, glaube ich, relativ gut erkennen, oder? Ja, mehr durch Zufall bin ich da in der Zeitung auf was sehr Interessantes gestoßen, Frau Axmann. Und zwar gab es in Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft eine Diebstahlserie, wo Schmuckstücke auf Haushaltswarenpartys abhanden gekommen sind, gestohlen worden sind. Und ja, diese Schmuckstücke sind unter anderem auch hier in der Zeitung abgebildet, wenn ich hier ganz gut erkennen kann. Und? Ja, Herr Vorsitzender, wenn wir vielleicht das nächste Bild in Augenschein nehmen könnten. Da sieht man nämlich bei Ihnen in der Wohnung auf diesem Sideboard, das ist, glaube ich, hier im Eingangsbereich, Frau Axmann, da sieht man drei Schmuckstücke. Und zwar eine Brosche, sehr markant, ein Armband und eine Kette. Und wenn wir das Ganze noch etwas vergrößern... Machen wir. Ja, da fällt doch erstaunlicherweise auf, wie gut man das hier sehen kann, oder? Das ist ja meine Brosche. Und mein Armband. Was soll das denn jetzt? Ach, jetzt tun Sie doch nicht so. Schauen Sie doch mal, Frau Axmann. Das ist doch genau die Brosche aus der Zeitung. Stimmt doch überein. Sie haben das Zeug geklaut. Das stimmt nicht. Selbstverständlich. Frau Axmann war bei unseren Haushaltswahlpartys mit dabei. Aber dass ausgerechnet Sie meine Brosche geklaut haben. Das habe ich doch überhaupt gar nicht. Frau Axmann, haben Sie den Schmuck gestohlen? Nein. Also jetzt sage ich Ihnen mal was. Ich sage Ihnen mal, wie es richtig war. Wie diese Tat vonstatten gelaufen ist. Der Herr Borchert ist zu Ihnen nach Hause gekommen, hat Fotos gemacht. Und Sie waren, auf gut Deutsch gesagt, zu blöd, diesen Schmuck wegzuräumen. Er hat diesen Schmuck auf den Fotos abfotografiert, beziehungsweise auf seiner Kamera abfotografiert, mit nach Hause genommen. Und dann ist bei Ihnen die Sicherung durchgebrannt, weil Sie sonst überführt hätten werden können. Ja, und da sind Sie ihm gefolgt, nach Hause. Er ist noch einen Umweg über die Tankstelle gefahren, haben ihm aufgelauert. Und als er dann in die Garage gefahren ist, dann haben Sie den Besen genommen und ihm eins übergezogen und die Kamera mitgenommen. Hab ich nicht. Selbstverständlich.